Hallo Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Vlog von mir. Ich habe gerade angefangen zu schneiden und ich dachte mir, ich drehe euch endlich mal wieder ein passendes Intro zu einem Vlog. Denn ich wollte euch eine ganz, ganz kurze Einleitung in diesen Vlog geben, der jetzt startet, weil das der Anfang von Umzugsvlogs ist. Dazwischen wird aber auch noch ein Urlaubsvlog kommen. Also es ist alles so ein bisschen durcheinander, genauso wie es gerade auch in meinem Leben ist. Also es ist gerade alles auf einmal, ist das alles sehr, sehr viel. Aber ich krieg's irgendwie so hin. Also, wer es noch nicht mitbekommen hat, ich ziehe um. Woohoo! Leute, ich sag euch ehrlich, ich kann diese Wohnung hier nicht mehr sehen. Ich habe keinen Bock mehr, so viel Miete zu bezahlen. Und deswegen verkleinere ich mich wieder, weil es war, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erzählt habe in einem Video, es war nie mein Plan, in eine so große Wohnung zu ziehen. Das war ja alles so ein bisschen eher spontan. Also, es war wirklich nie mein Plan und deswegen, ich freue mich umso mehr auf die neue Wohnung. Ich freue mich so sehr, endlich weniger Platz zu haben an, ich muss alles sauber machen. Deswegen, ich bin gut sortiert, mittlerweile in der neuen Wohnung, alles am Einräumen und am Versuchen, alles so hinzubekommen, dass alle Sachen da reinpassen. Kriegen wir hin? Ich habe auch super viel schon verkauft, aber das werdet ihr alles in diesem Vlog mitbekommen. Und richtige Umzugsvlogs weiß ich gar nicht, wie ich das hinbekommen soll, weil ihr werdet selber sehen, okay? Deswegen würde ich sagen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Vlog und let's go! Ich begebe mich jetzt auch mal ins Lesen. Eigentlich war heute mein Plan, das Bad leer zu räumen. Allerdings war Mama früher zu Hause als gedacht. Und deswegen habe ich das nicht ganz so zeitlich hinbekommen. Ich werde jetzt mein Buch weiterlesen, mache mir jetzt hier ein bisschen Licht an, damit ich auch ein bisschen mehr sehe und werde lesen. Ich denke, dass ich nach dem Lesen, wenn ich noch motiviert bin, das große Bad anfange auszuräumen. Bad ist bei mir momentan echt der schlimmste Ort, wegen den Sachen, die in den Schrank müssen, weil ich keinen Platz mehr habe, bin ich komplett restlos überfordert. Ich habe jetzt drei Sachen Lori rausgelegt beim Aussortieren. Das kommt noch hier unten zu. Die Düfte und Deos packe ich jetzt in meine Duftschublade. Das ist alles sortiert, was ich behalte an Hairtools. Da unten sind meine Aufsätze für den Dyson. Da haben wir Haargummis, Haarbänder und so ein Kram. Und da noch kleine Parfümproben. Bin ich am überlegen, welches zu schmeißen? I will see. Ein Entwickler. Und hier drin haben wir meine ganzen Shampoos, Selbstbräuner, Bodylotions. Die Dinger werde ich einstellen, weil ich die nicht benutze. Jetzt kommen wir zum spaßigen Teil, denn das hier muss ich auch noch aussortieren und ich habe absolut gar keinen Bock. Hier sieht es auch nicht gerade witzig aus. Deswegen, ich muss mich jetzt echt dran machen, weil das ist noch meine Aufgabe. Den Part und die zwei Schubladen auszusortieren. Ich muss auch noch die Nagelsachen sortieren. Das werde ich aber an einem anderen Tag machen, weil da habe ich heute absolut gar keinen Nerv mehr für. Ich bin froh, wenn ich die zwei Sachen habe, weil dann kann ich nämlich morgen die Kommode, die hier hinter mir steht, nicht aussortieren, was sage ich denn? Einstellen und fotografieren. Dann ist das nämlich auch schon mal weg und ich werde die Sachen dann schon in die neue Wohnung bringen. Ich bin so froh, wenn alles hinter mir liegt. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Das Ding ist, Leute, ich wäre am liebsten gestern schon ausgezogen sein. Ich habe aber gerade gar keinen Bock, hier in der Wohnung noch irgendwas zu machen, was so Aufräumen und so weiter angeht, weil ich will einfach nur noch hier raus, wenn man das so sagen kann. Deswegen, I'm very happy, wenn ich alles hinter mir habe. Morgen wird so ein Self-Care-Day. Ich werde morgen meinen ganzen Selbstbräuner abschrubben, weil ich habe hier überall, ihr seht es, überall Flecken und so. Und übermorgen gehen wir raus. Deswegen, morgen wird ein Self-Care-Day. Morgen werden meine Extensions eingefärbt. Aber ich will das hier erstmal hinter mich bringen. Morgen will ich noch das kleine Bad und hier hinter mir das Waschbecken sortieren. Weil hinter mir das Waschbecken, da sind nur so ein paar Reinigungssachen, wo ich nochmal kurz drüber sortiere. Und ich muss noch Wäsche abhängen und sortieren. Die Wäsche werde ich aber dann direkt nach vorne bringen. Das werde ich aber morgen machen, weil ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich habe jetzt hier mein Selbstbräuner eingestellt für morgen. Die Haarfarbe, die ich morgen brauche, das muss ich noch in meinen Schmuckkasten bringen. Daher, dass aber momentan die Schublade auch leer ist. Schwierig. Mein Glitzer lasse ich noch hier stehen. Davon ist auch einiges so gut wie leer. Das werde ich dann auch ausräumen. Zahnbürste und so weiter habe ich noch. Die muss ich noch einmal leer staubsaugen und auswischen. Aber ich habe gerade keinen, wie heißt das, Handstaubsauger hier. Und hier ist jetzt mein ganzes sortiertes Zeug. Hier sind Haarsachen, Hairtools. Das bringe ich gleich noch in die Schublade. Fußnagelsachen, Linsen, Brille, also hier ist wirklich mein ganzer Kram drin aus dem ganzen Bad und ich muss nur noch zwei Schubladen leer machen, die gehen aber auch ganz schnell. Ich werde jetzt gefühlt im gleichen Atemzug die Sale-Pay-Taschen packen. Irgendwie, ich weiß nicht woher, aber die Motivation hat mich gepackt und deswegen muss ich ausnutzen, dass ich so motiviert bin. Ich sollte vielleicht mal eine Gesichtsmaske machen. Es wird halt sehr lustig, wenn ich den Kram schon in die Wohnung gebracht habe, weil ich safe davon zwischendurch ein, zwei Sachen brauche. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht lasse ich auch einfach die Kästen hier so stehen und kann die dann von hier aus direkt mit dahin nehmen. Ich bin
bin mal gespannt, wie das alles wird. Ich bin ein bisschen aufgeregt, um ehrlich zu sein. Kein Mensch weiß warum, aber ja, viel steht jetzt hier nicht mehr rum. Wie gesagt, nur noch mein Glitzer, meine Zahnbürste. Mein Dyson bleibt hier und ich gucke, glaube ich, einfach in den nächsten 2-3 Tagen, was ich von dem Kram, der jetzt da ist, noch benutze und mache mir dann eine Schale, wo ich das alles reintue. Ich sortiere jetzt noch die 2 Schubladen hier hinten aus, auch wenn ich das morgen machen wollte. Aber dann habe ich es nämlich auch hinter mir, weil hier ist eigentlich auch nur noch so ein bisschen Reiniger und sowas drin, was ich auch wegsortieren muss, weil ich das halt nicht einmal benutzt habe. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, bin ich eigentlich gut weit gekommen heute, weil das große Bad ist dann so gut wie fertig. Ich habe dann, wenn ich die 2 Schubladen leer gemacht habe, den Spaß noch hier vor mir. Aber da ist nichts drin, außer das eine Teil, was auch noch wegkommt und halt Haarfarbe, die ich auch aussortieren kann, weil zur Not gehe ich neue kaufen. Ja, das war's von mir. Ich glaube, meine Esstischstühle zur Probe sind angekommen und ich bin sehr gespannt. So, ihr Mäuse, ich habe jetzt ein bisschen Soße gemacht und habe jetzt noch Spaghetti angestellt. Und werde jetzt gleich eine Kleinigkeit essen. Dann werde ich mich dran begeben, die Sci-Pi-Taschen zu packen, hinten den Raum leer zu machen. Und ich muss euch den Stühlen noch zeigen, das habe ich eben vergessen. So Leute, Essen ist fertig. Ich habe eigentlich nur Buttergemüse in eine Pfanne gemacht mit so einem fertig Pesto Rosso. Ein bisschen Wasser, ein bisschen anköcheln lassen, ein bisschen, wie heißt das, Nudelwasser, damit es ein bisschen dicker wird. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Leute, ich bin in dem schlimmsten Raum meiner Wohnung und zwar dem Filmraum. Und ihr wisst nicht, wie viel Kleidung hier rumliegt. Ich versuche jetzt alles in die Sci-Pi-Taschen zu packen. Ich werde mich jetzt mal dran begeben, einmal die Sachen, die ich noch behalten wollte, noch einmal durchzusortieren, ob ich wirklich alles behalten will, was ich mir da nochmal rausgesucht hatte. Oder halt nicht, weil die müsste ich auch nämlich einmal durchwaschen. Und ich werde versuchen, wirklich alles an Schubladen und, wie heißt es, diese Schiebedinger komplett leer zu machen. Ich hoffe, dass ich alles in diese 4 Sci-Pi-Taschen kriege. Das Problem ist, dass bei mir auf der Treppe auch noch mega viel an Kleidung steht. Deswegen, let's see, ich starte jetzt und melde mich dann gleich zurück. So, ich habe original 4 Sci-Pi-Tüten voll gemacht. Ich muss die noch schließen, wie ich das machen soll. I don't know, aber das kriege ich auch noch hin. Das Gute ist, hinten der Raum ist jetzt leer, bis auf die Sachen, die ich behalte. Die habe ich halt auch nochmal durchsortiert. Aber auf der Treppe sind gefühlt nochmal genauso viele Klamotten zum Verkaufen. Heißt, ich werde jetzt nochmal, glaube ich, auf gut Glück in Anführungsstrichen 6 Tüten bestellen. Dann habe ich 2 auch als Backup, wenn ich meinen Kleiderschrank nämlich nochmal durchsortiere. Und dann müsste das aber auch reichen. Hoffe ich zumindest. Das Gute ist, in die Sci-Pi-Tüten kann man halt nicht nur Kleidung tun, sondern auch Elektrogeräte. Deswegen mal gucken, vielleicht finde ich da auch noch das eine oder andere. Ich habe auch noch super viele Schuhe. Deswegen, ich bestelle jetzt nochmal 6 Sci-Pi-Tüten, werde die zur Post bringen. Und dann bin ich hinten mit dem Raum durch. Ich denke, dass ich morgen, spätestens übermorgen, mit meiner Mama zusammen dann die Bilder machen werde von den Kallax-Regalen, die hinten drin sind. Das sind ja 2 große. Ich habe noch einen Hocker im Filmraum hinten. Und ich muss halt die ganzen Sachen, die ich doch behalte, durchwaschen. Das wird halt nicht so spaßig, weil ich jetzt schon keinen Platz mehr in meinem Schrank habe. Deswegen muss ich da auf jeden Fall drüber sortieren. Und das Gute ist, dass ich da, wo ich hinziehe, auf jeden Fall noch ein paar Schränke dazu hole, damit ich halt genug Platz habe. Ja, dementsprechend würde ich sagen, melde ich mich später wieder, weil ich bin gerade einfach nur platt. Leute, ich sehe einfach noch genauso schlimm aus wie eben. Ich habe einen Lippenstift ausprobiert, hat mir nicht gefallen. Ich habe jetzt den ganzen Filmraum hinten komplett sortiert. Ich habe jetzt zum dritten Mal über die Sachen, die ich behalten möchte, sortiert. Und habe jetzt einen Haufen gemacht mit auf jeden Fall behalten und mit ich bin nicht sicher. Ich habe meinen ganzen Schminktisch einmal komplett sortiert. Hinten ist wirklich alles sortiert, bis auf die Extensions. Die werde ich spätestens Sonntag sortieren, weil die will ich auch noch einstellen. Und hier vorne sieht es fucking fantastisch aus. Hier vorne ist ein absoluter Müllhaufen. Das sind meine Shopify, meine Shopify-Rücksendungen, die ich fertig gemacht habe. Da ist Pappe, die werde ich noch klein machen. Da ist alles an Müll und dahinter sind ja meine Workout-Geräte, die ich noch nicht einmal benutzt habe. Was ich jetzt noch sortieren werde, was der letzte Part aus dem großen Bad ist, sind meine Nagelsachen. Die hatte ich hier stehen, weil Lori sich bei mir die Nägel gemacht hat und die wollte ich auch noch einmal drüber sortieren. Ich habe die zwar erst letztes Mal sortiert, aber wir haben alles letztes Mal erst sortiert. Deswegen, es wird alles neu sortiert und dann werde ich mich ab nächster Woche an den Wohnzimmerbereich begeben, was das Sortieren angeht, mit Küche, die vorderen Schränke bei der Küche, die ganzen Kommoden unterm Fernseher.
Da habe ich auch noch einiges zu tun und meine Nachttische, beziehungsweise einen Nachttisch, in dem anderen ist gar nichts drin. Da möchte ich auch noch mal drüber sortieren und ansonsten bin ich schon echt gut weit gekommen, muss ich sagen. Also hätte ich nicht gedacht. Ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit mit dem Umzug. Deswegen werde ich mal gucken, dass ich halt wirklich, sobald ich alle Kommoden verkauft habe, die neuen schon mal hole und dann schon mal langsam aufbaue, alles Stück für Stück, dass ich wirklich alles ready habe to go. Den Tisch habe ich noch nicht eingestellt. Das wollte ich eigentlich auch jetzt machen. Mal gucken, ob ich das jetzt heute noch schaffe. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, aber ich zwinge mich jetzt noch dazu, die Nagelsachen auszusortieren, damit ich so gut wie komplett durch bin. Und ja, danach ist nur noch der kleine Kram. Also Küche wird, denke ich, auch noch mal viel mit sortieren. Aber ansonsten, Kleiderschrank geht bei mir eigentlich immer schnell mit drüber sortieren. Ich muss halt nur gucken, was ich mit den Sachen mache, die ich behalte, ob ich die hier noch wasche oder in der neuen Wohnung wasche und dann einräume, weil ich habe so oder so keinen Platz in meinem Kleiderschrank. Und die schlimmste Stelle ist gerade mein Arbeitsbereich, weil ich alles auf die Liege gelegt habe, mir eine Kommode jetzt fehlt und ich gerade nicht mehr weiß, wohin mit dem Stuff. Das wird ein bisschen schwierig. Ich werde mir nachher wahrscheinlich noch Boxen aus meinem Filmraum holen, aus dem Kallax-Regal, damit ich da meine Arbeitssachen reinsortiere. Vielleicht mache ich dann vorübergehend, wenigstens für Montag, für meinen Termin, dass ich die Sachen, die da drauf liegen, jetzt nochmal in eine andere Kommode einräume. Und ja, muss ich mal gucken, wie ich das mache, weil ich muss halt Montag arbeiten. Zur Not lege ich die Sachen auf die Couch oder auf den Stuhl. Ich habe keine Ahnung, ich bin einfach nur restlos überfordert, wie man merkt. Alle Nagelsachen sind sortiert, meine Gele sind jetzt da. Ich habe die Lampe hier drauf gemacht. Dafür muss ich mir echt mal eine Tupperdose zulegen, dass ich meine ganzen Sachen da reinmache. Dann haben wir da einmal Nageltipps, Nagelfeile und die Aufsätze, Cleaner. Ja, und das war's. Hier habe ich so meine, diese, wie nennt man das denn, diese Fußdinger drin, ein paar Pinsel, Nagelknipser und ja, das war's. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin, wenn ich in der neuen Wohnung bin und ich weiß, dass alles einmal durchsortiert ist und ich nur noch das besitze oder da habe, was ich auch wirklich benutze, genauso wie die Küchenutensilien, weil das ist auch so ein Ding. Also man sammelt ja alles an über die Monate und Jahre und dann irgendwann hat man so viel, dass man keinen Überblick mehr hat. Und durch dieses Sortieren wird es halt ordentlicher. Und ja, bin mal gespannt, wie es wird. Also ich werde mir wahrscheinlich auch neue Teller, Tassen und so weiter holen. Ich weiß nicht, ob direkt am Anfang, aber ich habe halt irgendwie so ein bisschen Bock auf bunte Gläser und vor allen Dingen ein bisschen außergewöhnlichere Tassen und außergewöhnlichere Gläser. Deswegen, let's see. Ich habe mir jetzt eine Gesichtsmaske aufgetragen, werde die ein bisschen einwirken lassen und dann duschen gehen. Ich habe meine Haare schon geflochten für die Nacht. Morgen werde ich meine Haare waschen. Ich weiß nicht, woher die Motivation eben kam. Ich weiß nicht, ob ich sie nach dem Duschen noch haben werde, aber vielleicht färbe ich doch heute noch die Extensions ein, weil an sich geht es schnell. Dann können die nämlich schon mal über Nacht Luft trocknen. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich später. So, ich werde mich jetzt fertig machen, schminken. Ich habe gerade meine Haare gewaschen, meine Extensions eingefärbt. Ja, ich bin irgendwie ein bisschen lost. Ich bin auch voll müde. Kein Mensch weiß, warum ich müde bin. Aber okay, ich werde mich jetzt fertig machen, damit ich wieder aussehe wie ein Mensch, weil das gerade ist Katastrophe. So Leute, wir hatten ein richtig gutes Night Out und ich habe mir ein paar Sachen bei ASOS bestellt, unter anderem diese Hose. Und Leute, wie schön ist sie bitte? Das ist wie so eine Disco-Pants. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das heißt, sie ist so hochglanz, aber sie sieht so schön aus. Ich bin dann mittlerweile auch mal zu Hause angekommen. Irgendwie habe ich voll vergessen. Doch, ich habe mich gemeldet. Ich habe euch meine eine Hose gezeigt. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt noch schnell ein Video schneiden für morgen. Morgen ist nämlich Sonntag. Morgen sind hier in der Wohnung auch Besichtigungen. Ich bin mal gespannt, wie das abläuft. Ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf, aber muss ich durch. Ja, ich würde sagen, ich melde mich morgen im Laufe des Tages. Ich muss morgen unbedingt meine Nägel machen, weil wir nächste Woche nach Hamburg fahren zu Adria. Ich freue mich anders krass. Und das wird richtig toll. Ich muss auf jeden Fall meinen Ansatz nochmal nachfärben, weil mein Ansatz ist viel zu hell geworden. Ich mag das gar nicht mehr. Meine Längen gefallen mir eigentlich, aber ich bin echt kurz davor, meine Haare Ginger zu machen. Und das auf jeden Fall, bevor wir nach Italien fliegen. So, ich hatte jetzt gerade die erste Besichtigung bei mir zu Hause. Habe jetzt in der Zwischenzeit auch ganz, ganz schnell mein Video geschnitten. Das hat ein bisschen gedauert. Das geht nämlich heute um 18 Uhr online. Ich habe jetzt noch eine Stunde. Jetzt gleich kommt die nächste Besichtigung. Dann habe ich es auch schon geschafft mit Besichtigung. Ich bin so happy, wenn das durch ist. Und dann bestelle ich mir noch eine Kleinigkeit zu essen. So, Leute, ich habe mir Essen bestellt. Mein Food ist da. Oh, ich freue mich so. Ich bin so hungry.
Ich bin aber auch irgendwie richtig kaputt heute. Ich freue mich morgen sehr auf meine Kundin. Ich werde euch da wahrscheinlich das vorher nachher wieder einblenden. Und ja. So sieht mein Sonntag jetzt aus. Ich habe mir einmal Bruschetta bestellt, dann einmal Gnocchi und einmal dieses Tartufo heißt es, glaube ich. Und ich lasse es mir jetzt schmecken. So, ihr Hübschen, ich habe jetzt meinen Arbeitsbereich für morgen vorbereitet, für meine Kundin morgen. Hier sieht es gerade grauenvoll aus, weil das alles ist, was ich auf die Liege abgestellt hatte. Das ist ja alles aus der einen Kommode. Und ich denke, dass ich morgen oder übermorgen spätestens zu Ikea fahren werde. Mindestens eine meiner Kommode hole, von denen, die ich ja sowieso jetzt holen wollte. Und die dann einräumen werde mit den Sachen, weil ich weiß gerade nicht, wohin damit. Es ist ja kein Problem, das dann in der neuen Wohnung alles zu sortieren und aus der Kommode rauszuholen und halt da einzuräumen, wo es hingehört. Aber für jetzt gerade ist es für mich halt super, super schwierig, damit umzugehen, weil so kann ich nicht leben. Also ich hasse Unordnung und für mich ist schon schlimm genug, dass da gerade die Sci-Fi-Taschen stehen, weil ich es noch nicht zur Post geschafft habe. Das werde ich aber dann morgen, spätestens übermorgen nachholen. Morgen kommen auch einige Mäuse Möbel abholen, denn ich hatte mit einigen geschrieben. Und morgen werden meine ganzen 8 Esstische abgeholt. Freut mich einerseits, auf der anderen Seite bin ich so ein... Andererseits bin ich gerade so leicht getriggert, weil mein Problem ist gerade, dass erst ein Esstischstuhl da ist von den beiden, die ich bestellt hatte, um die zu vergleichen. Und bei dem anderen steht noch nicht, wann es überhaupt ankommt. Und das ist halt gerade ein bisschen blöd, weil ich muss mir beide angucken, um zu wissen, welche ich bestelle. Wenn ich die bestelle, geht es natürlich ganz, ganz schnell. Aber ja, das ist gerade so mein Struggle. Plus, erst wenn ich beide Esstischstühle sehe und mich für einen entscheide, kann ich entscheiden, welchen Stoff ich für meine Couch möchte. Weil eigentlich hatte ich überlegt, einen Bouclé-Stoff für meine Couch zu nehmen. Irgendwie habe ich aber auch mehr Bock, meine Couch in einem cremefarbenen Ton zu nehmen. Good morning in the morning. Meine Kundin müsste gleich jeden Moment da sein und dann geht's auch schon los. Schaut mal, ich habe mir neue, wie nennt man das nochmal, Griffe bestellt für meinen Schrank und es sieht so hübsch aus. Ich liebe ja, dass man sowas jederzeit austauschen kann. Ich werde die anderen jetzt auch noch auswechseln, damit das alles einheitlich ist und es sieht so viel femininer aus, wenn man das sagen kann. Und das sieht halt eher so Landhaus-Style-mäßig aus. Das war ja auch mein Plan damit. Aber da, wo ich jetzt hinziehe, möchte ich so ein bisschen femininer und entspannter haben. Und deswegen passen die definitiv tausendmal mehr. So, ihr Mäuse, ich bin gerade in Dortmund angekommen, werde jetzt eine Kleinigkeit erledigen und melde mich dann später zurück. Ich war gerade auch schon bei der Haarentfernung. Ist alles gut verlaufen. Ich werde aber die Termine jetzt definitiv wieder regelmäßiger setzen, weil es ist viel zu viel wiedergekommen. Es kann aber auch sein, dass es an den Haartabletten lag, dass einiges wiedergekommen ist. Ich werde das wahrscheinlich jetzt so machen, dass ich noch die anderthalb Monate, die ich Haartabletten besitze, von Maniac durchnehme und danach das Ganze absetze, weil das funktioniert so nicht. Meine Haare sind halt wirklich am Sprießen ohne Ende und das ist nicht cool, wenn man eine dauerhafte Haarentfernung macht. Ich bin im Übrigen bei Dr. Kara angekommen und wir werden eine kleine Stelle an meinem Bauch ausbessern, die letztes Mal nach der ersten Fettabnahme auch noch ein bisschen da war. Da werden wir jetzt gleich ein bisschen Fettwegspritze reinmachen. Ich würde euch dabei ein bisschen mitnehmen und euch das Ganze zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber das ist hier diese kleine Stelle. Das ist auf der anderen Seite nicht. Seht ihr das? Hier ist es nicht und da ist es. Und das werden wir jetzt ausgleichen. Gerade mitbekommen habe, war ich bei Dr. Kadra. Wir haben die Fettwegspritze an einer Stelle an meinem Bauch angewendet. Ich hatte das nach der einen Absaugung schon mal an derselben Stelle. Ich weiß nicht warum, irgendwie das Fettbild da nicht weggeht. Deswegen haben wir diesmal die Fettwegspritze angewendet. Ich werde euch das vorher und das nachher zeigen und zeige euch gleich das vorher inklusive der Fettwegspritzeninjektion nochmal, wenn ich zu Hause bin, weil das Ganze wird jetzt richtig schön anschwellen. Es ist auch sehr, sehr unangenehm gerade. Es kribbelt so richtig, weil die Fettpölzerchen, die noch da sind, natürlich auflöst gerade. Und ich bin froh, wenn die Stelle weg ist. Das wird nämlich super toll. Und ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause und würde sagen, ich melde mich dann, wenn ich zu Hause bin. Oder später. Übrigens ist es das erste Mal, dass ich keine farbigen Linsen drin habe, sondern durchsichtige. Und das ist meine eigene Augenfarbe. Und eigentlich ist sie ganz cute. Problem ist bei mir, dass ich ja diese Veranlagung habe, dass meine Pupillen im Normalfall sehr, sehr groß sind. Und das ist ja auch der einzige Grund, weshalb ich farbige Linsen trage. Plus, ich muss dazu sagen, dass ich grüne Augen an mir noch mehr mag als das. Das ist ja so eine Mischung aus Blau, Grün, Grau. Ja. Ich würde sagen, ich setze euch übrigens den Link von Dr. Kader unten mal rein, schreibe euch auch hier sein Instagram mal rein, falls ihr Fragen zu Preisen,
egal ob Operation oder Fettwegspritze, Botox, Hyaluron habt, schreibt ihm auf jeden Fall bzw. ruft dort in der Praxis an. Da kriegt ihr nämlich alle weiteren Informationen und könnt auch einen Beratungstermin ausmachen. Und ich würde sagen, ich mache mich jetzt auf den Rückweg. Die Mäuse, so sieht der ganze Spaß jetzt aus. Ich denke mal, ihr könnt es ganz gut sehen. Es ist nämlich schön, schön dick, es wird blau und ich habe da so eine kleine Kugel. Das ist aber ganz normal. Liegt einfach daran, dass der Körper halt arbeitet und wie gesagt jetzt diese Fettzellen an der Stelle abbaut. Und ich bin mal gespannt, ob das wirklich alles mit dieser einen Behandlung jetzt wegnimmt an Fettüberresten, die an der Stelle noch sind. Oder ob ich noch eine zweite Behandlung brauche. Dafür werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Gleich ist es so warm heute, ich halte es nicht mehr aus. Die Luftfeuchtigkeit heute ist anders irrational. Also ganz, ganz schlimm. Und ja, ich werde jetzt eine Kleinigkeit essen. Jetzt kann ich euch den ganzen Spaß nochmal zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber jetzt eine richtige Kugel gebildet. Richtig süß. Aber nur auf der einen Seite. Hier ist eigentlich alles flach. Klar schwillt das hier auch so ein bisschen mit an, aber es ist schon unangenehm, muss ich sagen. Also ich hätte es mir schon unangenehm vorgestellt. Ich habe es ja auch von den letzten Mal noch ein bisschen in Erinnerung. Aber so schmerzhaft dann auch nicht. Und ja, besonders wenn ich sitze, sieht es halt richtig cute aus gerade. Ich werde mich morgen mal neu berichten. Bin mal gespannt, ob es morgen besser wird oder auch so unangenehm ist wie heute. Ich habe jetzt extra so eine, wie nennt man das denn, nicht so eine Bauchweghose, aber die Hose drückt schon ein bisschen drauf, dass es nicht ganz so unangenehm ist, weil wenn es so in der Luft schwabbelt, wenn man das gerade so sagen kann, ist es schon sehr unangenehm. Deswegen bin ich gerade froh, dass ich so eine Hose da habe, werde wahrscheinlich auch mit dir schlafen und auch auf der Seite schlafen oder liegen, ist gerade sehr unangenehm. Ich bin mal gespannt, wie sich das morgen entwickelt, weil ich kann mich nicht mehr so ganz zurückerinnern, wie lange das immer angehalten hat vom Unangenehmsein her. Deswegen fingers crossed, dass es nur ein, zwei Tage ist, weil ich ja auch von Freitag auf Samstag in Hamburg bin mit Lori. Wir werden mit Aria ihren Geburtstag reinfeiern, beziehungsweise feiern. Und da freue ich mich auch schon ganz doll drauf. Ich hoffe, dass bis dahin der Schmerz ein bisschen weniger ist, weil gerade ist es wirklich schon ein bisschen sehr unangenehm. Es ist soweit. Ich bin gerade meine Fingernägel am Machen. Meine Fußnägel bin ich schon fertig mit. Ich werde die jetzt schnell anrauen und auffüllen und so ein bisschen was Fancy-Schmancy-mäßiges drüber machen. Deswegen, let's see, wie es wird. So, wir sind jetzt bei IKEA angekommen und gehen ein paar Möbel holen. Leute, we did it. Ich habe jetzt einen Esstisch, ein Bücherregal und zwei Kommoden geholt. Werde das jetzt erstmal nach und nach aufbauen und dann wird das nächste geholt. Ich habe meine Nägel jetzt gemacht. Und Leute, guckt mal bitte, wie hübsch das geworden ist. Meine Füße sind natürlich auch wieder nice, fresh and clean. Aber Fingernägel sind echt schön geworden diesmal. War heute im Übrigen den ganzen Tag unterwegs. Wir waren bei IKEA, haben ein paar andere Erledigungen gemacht. Ich habe meine Nägel zu Ende gemacht. Ich hatte die ja gestern angefangen, hatte dann aber gestern keine Lust mehr. Bin sogar nochmal über meine Fußnägel gegangen, weil das Gel, was ich zuerst benutzt hatte, hat mir irgendwie nicht gefallen. Deswegen habe ich das nochmal angeraut und mit einem anderen drüber gegangen. Ich habe heute meinen neuen Esstisch geholt. Ich habe mein neues Bücherregal geholt. Mein allererstes Bücherregal in meinem Leben. Und zwei Kommoden. Mir fehlen jetzt noch drei Kommoden, aber ich denke, für das erste Mal reicht. Ich werde wahrscheinlich Sonntag oder Montag spätestens anfangen, ein bisschen was aufzubauen, dass ich da schon mal weiterkomme. Ich werde jetzt den Esstisch auch noch mal ein bisschen runtersetzen vom Preis her. Ich habe ja die ganzen Sachen bei eBay Kleinanzeigen drin, dass das Stück für Stück weggeht. Und ich bin froh, wenn alle Möbel schon mal ausgetauscht sind und ich die neuen Möbel dann nur noch mitnehmen muss. Ja, ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich werde jetzt noch einen entspannten Abend machen. Morgen, wenn ich mit Lori zusammen nach Hamburg fahre, weil morgen ist Arias Geburtstag. Ich freue mich anders krass. Wir haben das Geschenk schon fertig gemacht. Wir haben heute auch die Karten geschrieben. Leute, guckt mal bitte, wie süß sind bitte die Geburtstagskarten. Arm in Love. Und dann haben wir so eine richtig süße Tasche, eine Kerze und vier neue Bücher. Ich hoffe, die Maus freut sich. Und Leute, die Tasche ist aus. Ich werde morgen auf dem Weg nach Hamburg wahrscheinlich mein Buch weiterlesen. Ich bin ja momentan Maybe Someday am Lesen. Ich muss sagen, ich weiß nicht, irgendwie die Charaktere im Buch catchen mich jetzt nicht so ganz. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet von dem Buch. Es ist ja auch ein Dreiteiler, ich bin aber fast bei der Hälfte angekommen. Ich werde jetzt, denke ich, auch noch ein bisschen lesen. Aber ich muss erstmal jetzt Sachen für morgen raussuchen, was ich morgen anziehe, weil ich habe noch keinen Selbstbräuner drauf. Überlege aber morgen, welchen drauf zu machen, bevor wir losfahren, damit er während der Fahrt ein bisschen einziehen kann. Dafür muss ich aber wissen, was ich anziehe, denn ich möchte ab Sonntag eigentlich wieder sonnen gehen, ins Solarium. Und deswegen muss ich halt gucken, was ich anziehen kann und was nicht.
Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, was ich morgen anziehe, weil ich habe noch gar keinen Plan, wonach morgen mein Feeling ist. Und ich entscheide das eigentlich immer halt zu Hause, während ich mich fertig mache. Und deswegen ist es halt ein bisschen schwierig. Hier sind im Übrigen die ganzen Ikea-Kartons. Tag 2 nach der Behandlung an meinem Bauch. Ich habe voll vergessen, euch mitzunehmen. Mir geht's besser. Also der erste Tag war wirklich sehr, sehr unangenehm. Es ist aber auch normal, das Produkt arbeitet. Es setzt sich, der Bauch schwillt an. Wir haben heute, wie gesagt, Tag 2. Der Bauch ist gut abgeschwollen. Ich habe ein paar blaue Flecken bekommen, das ist aber nicht so schlimm. Und ja, ich werde mich zurückmelden, wenn ich ein Ergebnis sehe, weil gerade ist die Schwellung zwar zurückgegangen, aber es sieht gerade noch so aus wie vorher von der Wölbung her. Deswegen bin ich gespannt, wie das Produkt noch arbeiten wird. Das war's, tut sie. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg nach Hamburg. Yay! Ich habe leichte Kopfschmerzen, das ist ein bisschen scheiße. Ich habe mich jetzt hier richtig süß aufgebaut und werde jetzt mein Make-up machen. Dann tauschen wir gleich und Lori macht dasselbe, damit wir nicht aussehen wie kleine Vogelscheuchen, wenn wir ankommen. Wir haben jetzt auf der Tankstelle angehalten. Ich habe uns jetzt einmal so super leckere Sandwiches, Ironie, geholt. Einmal mit Gouda, einmal mit Hähnchen Curry, dann einmal unseren leckeren Alpro-Kaffee. Ich liebe es, dass es den mittlerweile auf der Tankstelle gibt. Und einmal einfach meine Kindheitserinnerung, Olo. Wer kennt das noch? Ich liebe diese Dinger. Ja, wir fahren jetzt weiter. Wir werden jetzt eine Kleinigkeit essen. Gleich werde ich das Fahren übernehmen, damit die Maus sich fertig machen kann. Aber wir haben noch so 3 Stunden Fahrt vor uns, also 2 Stunden 47. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich später, wenn wir da sind. Ich weiß auch noch, ich habe noch gar keinen Plan, was ich anziehen werde, wie ich meine Haare mache, weil ich habe meinen Ponytail mit. Aber mal gucken. Hör mal! Sorry, ich muss gerade mal kurz hier die Schuhe. We arrived. Wir sind da, Leute. Wir sind fertig gemacht. Wir sind alle ready. Und wir sind statt zu dritt heute Abend zu 8 oder 10. Yay! Yay! I'm excited. Wir sind einfach im Busch. Könnt ihr das glauben? Wir sind einfach im Busch. Im Busch. Ich dachte, Hamburg ist eine Stadt. Schön sieht das aus. Natürlich. Oh mein Gott, das ist ja unnormal schön. Oh toll. Das ist, als hättet ihr das für uns gemacht. Schön. Ey Schatz, das ist unnormal schön. Du so, it's a no-no. Leute, wir sind einfach in Hamburg. Ja, wir sind in Hamburg. Oh mein Gott, ich sehe aus wie eine Lebensläufe. Zu Hause angekommen. Ich habe mir irgendwas hier hinten ausgerenkt. Mir tut alles weh. Also das zieht richtig in den Kopf rein. Ich gucke jetzt mal, dass ich in den nächsten Tagen einen Termin zum Einrenken bekomme. Ich war irgendwie in so einem sauren Modus, wenn man das so sagen kann, so auf nett ausgedrückt. Und habe meine Aggression freien Lauf gelassen, indem ich meine Wohnung aufgeräumt habe. Da hinten, das kann ich immer noch nicht wegräumen, weil eine Kommode momentan fehlt.
Und ich hoffe, dass die nächsten jetzt die Tage auch verkauft werden, dass ich dann Stück für Stück alles umräumen kann. Ich habe jetzt das ganze große Bad, habe ich ja sowieso schon sortiert gehabt. Da bin ich aber auch nochmal drüber gegangen. Hinten der Filmraum bin ich auch durch. Da muss ich nur noch die Möbel so gesehen. Also da stehen 2 Kallax-Regale drin. Nee, 3. 3. 3. Okay. 3. 3 Kallax-Regale stehen da drin. Das eine könnte ich auch noch einstellen. Und ich bin halt hin und her gerissen, ob ich mir einen neuen Schminktisch zulege oder ob ich den noch benutze. Aber ich glaube, ich werde den auch morgen einstellen. Also ich habe morgen noch einiges auf meiner Liste, was ich auf jeden Fall einstellen muss. Ich werde da jetzt gleich den Schminktisch, das eine Kallax-Regal drauf stellen auf die Liste. Im Übrigen, meine neuen Handtücher sind angekommen. I will show you. Meine Hunde haben sich eben hier schon reingekuschelt, deswegen findet man hier auch Spielzeug. Ich habe den Mäusen einmal so richtig süße Handtücher geholt, weil ich wasche die auch regelmäßig, die Mäuse. Und deswegen dachte ich mir, kriegen die Mäuse auch neue frische Handtücher. Deswegen haben wir einmal 2 so, ja okay, 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 halt, stopp. Mein Baby. Ich liebe ihn, Leute. Ich liebe meine beiden Hunde über alles. Auf jeden Fall, das sind die Handtücher für die beiden. Und das hier sind meine neuen Handtücher. Ich habe mir nämlich welche bei Shein bestellt und die werde ich jetzt in die Waschmaschine packen. Die sind aus so einem richtig angenehmen Material, auch für die Haut. Ich hatte noch andere bestellt, damit ich wechseln kann von der Handtuchmusterung her. Aber ich sag euch, die anderen Handtücher waren aus so einem Material, genauso wie die Hundehandtücher. Und ich mag dieses... Stopp! Hallo Maus, nicht reinbeißen! Und ich mag dieses Material für meinen Körper zum Abtrocknen überhaupt nicht. Ich finde, das ist überhaupt nicht saugfähig. Ich weiß, manche mögen das, ich mag es gar nicht. Ich mag so ein Material und deswegen werde ich davon jetzt auch noch 4 nachbestellen, dass ich gesamt 8 habe. Das reicht dann auch. Dann ist eine Maschine voll mit allen Handtüchern und dann passt das auch. Deswegen werde ich die jetzt schon mal waschen, dass das durchgewaschen ist. Und dann kann ich meine ganzen alten Handtücher auch endlich mal komplett aussortieren. Wenn wir schon mal beim Zeigen sind, ich habe meine Schuhe heute mal sortiert. Das hier sind fast alle meine Schuhe. Ich habe noch 2 Schubladen voll. Das sind aber nicht mehr so viele. Das sind eher so Stiefel und sowas. Und ja, da habe ich heute mal drüber sortiert, was dann alles wegkommt, was nicht. Die werde ich jetzt erstmal behalten. Und ich muss halt mal gucken vom Platz her, wie viele Regale ungefähr ich dafür brauche, damit die alle reinpassen. Aber vielleicht hole ich mir auch so Boxen, wo ich die dann reinmache. Ich glaube, das wird auch ein bisschen schöner im Schrank aussehen. Denn die muss ich ja auch noch irgendwo unterbekommen. Wäsche hängt. Nächstes Spiel. Oh. Upsi. Nächste Spielmaschine ist ready to rumble. Boah, Leute, ihr wisst nicht, wie stolz ich bin. Ich habe die ganzen Kommoden komplett leer bekommen, also komplett sortiert. Dasselbe habe ich jetzt hier auf der Seite gemacht. Damit bin ich durch. Jetzt habe ich nur noch das. Jetzt werden aber die Stühle abgeholt und dann geht's weiter. Einfach alle Stühle wurden abgeholt. Ich habe jetzt keine Stühle mehr zum Sitzen, aber ist nicht schlimm. Die Maus hat ihren Liegeplatz. Das muss ich gleich noch wegmachen. Das ist von der Shisha immer, wenn die da drauf steht. Macht die so einen Abdruck. Keiner versteht, warum. Ich sortiere jetzt auf die Schnelle noch das allerletzte Regal einmal durch, was wegkommt und was nicht. Ich lasse jetzt erstmal die Sachen da drin. Ich tue das dann in der Tasche, wenn ich zur neuen Wohnung fahre und sortiere das dann ein. Aber ich will wenigstens alle Schubfächer, alle Schränke sortiert haben. Genauso wie die Küche. Da werde ich morgen auch drüber sortieren und alles erstmal drin lassen. Morgen wird noch der Kratzbaum von Schilosch abgeholt, weil die Maus benutzt den sowieso nicht und liegt immer nur auf allen Gegenständen rum. Deswegen wird der morgen noch abgeholt, dann ist es hier wirklich richtig leer. Das Einzige, was da noch fehlt, sind die hier. Und das Coole ist, ich habe gerade, die Waschmaschine ist fertig, ich habe gerade eben einfach gefunden, dass ich noch die passenden, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ich habe noch die passenden Griffe. Das heißt, die werde ich jetzt gleich nochmal neu reinstellen und dazu schreiben, dass ich passende Griffe dafür habe. Das ist natürlich super für die Leute, die die Kommode haben. Ich wusste nämlich, ich habe die aufbewahrt. Und ja, ich würde sagen, letztes Regal, letzter Schrank und dann bin ich durch für heute. Ich werde mir gleich einen leckeren, entweder einen Eiskaffee oder einen geilen Eistee machen. Werde die Wäsche noch aufhängen und dann mein Buch lesen und mir davor noch eine schöne Dusche gönnen, weil ich bin nämlich durch und ich sollte vielleicht eine Rückenübung machen, weil hier hinten dieser Part tut immer noch unfassbar weh. Ja, vielleicht wird es dadurch wenigstens besser oder ich kriege mich selber eingerenkt. Let's see. Ich habe mir jetzt Essen in den Ofen geworfen, spring jetzt unter die Dusche, während das Essen warm wird und dann setze ich mich auf die Couch, esse mein Essen und lese mein Buch weiter. Da ist der Plan für heute Abend, weil mehr, ich packe heute nicht mehr, ich bin kaputt. Also ich habe jetzt nicht noch Lust, Küche oder so auszusortieren, das mache ich einfach morgen in Ruhe. Der kleine Schrank wird sowieso super schnell gehen, weil ich nichts anprobiere, sondern einfach schnell drüber sortiere. Schuhe habe ich ja heute schon sortiert, deswegen bin ich da schon mal weiter und ja,
Ich würde sagen, ich melde mich später oder morgen, weil ich bin ein bisschen platt. Ich habe jetzt einmal so einen Protein-Haselnuss-Pudding geholt. Ich bin mal gespannt, wie der schmeckt. Ich bin eigentlich nicht so Team Protein-Pudding, aber der sah irgendwie gut aus. Food is ready und ich werde jetzt mir das gönnen. Und ich gucke ein bisschen Pretty Little Liars dabei. Das ist Bauch-Update, so sieht das Ganze jetzt aus. Es ist ein bisschen blau, grün, gelb geworden, wenn man das so sagen kann. So sieht es von der Seite jetzt aus. Und so sieht es von der Seite jetzt aus. Also es steht definitiv noch raus. Und gerade wenn ich meinen Bauch rausstrecke, seht ihr das halt, dass hier noch ein bisschen mehr geschwollen ist. Bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Wir haben einfach schon wieder mitten in der Nacht. 2.27 Uhr. Aber ist nicht schlimm. Ich habe jetzt gerade das Video für morgen vorbereitet. Ich war am Lesen. Und ich hatte meinen Laptop ins Bad gestellt, weil da die nächste Steckdose war, weil ich hier den Mäntchen habe. Ich habe jetzt das Video fertig gemacht. Ich mache jetzt noch das Thumbnail, den Titel, Videobeschreibung und dann bin ich auch durch. Ich war nämlich gerade am Lesen, bin auch schon ein bisschen weitergekommen. Nicht ganz so weit, wie ich eigentlich kommen wollte, aber ich werde mir gleich Serie anmachen und schlafen, weil ich bin echt ein bisschen gerädert vom Tag. Also ihr wisst ja, ich bin sonst immer bis 4, 5, 6 Uhr wach morgens, aber heute irgendwie, ich kann nicht. Und ich will mir auch einen anderen Rhythmus aneignen, also bei mir. Ich weiß, dass das für viele wahrscheinlich der Traum ist oder die sich denken so, ey, wie kann man so lange schlafen? Aber ich schlafe eigentlich 10 Stunden. Und ich habe heute einen TikTok zum Thema gesehen, dass man so eine bestimmte Zahl an Schlaf haben soll. Zum Beispiel, ich glaube, das waren 4,5 Stunden, 6 Stunden, 9 Stunden. Und ich will mal gucken, wie es mir mit 9 Stunden geht. Weil das sind so Phasen, die du im Schlaf hast anscheinend. I will try. Aber nicht heute. Ich bin einfach durch. Wie gesagt, ich bearbeite jetzt das Video noch zu Ende. Leute, ich sehe heute sehr witzig aus. Sie sieht aus wie eine Lehrerin. Aber diese 60er-Jahre-Lehrer. Also die Frage ist, kriegen wir das auf? Ich muss erstmal aufmachen und gucken, ob es richtig ist. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich habe meiner süßen besten Freundin was bestellt. Beziehungsweise uns was bestellt. Wieso ist es das? Es ist es, aber die Frage ist. Ja. Wieso? Ich muss jetzt gucken, ob es richtig ist. Oh Gott, es ist hübsch. Sie sind so hübsch. Du hast doch gesagt, du hast eine gehabt, ja, die du verloren hast. Ich habe die nicht verloren, ich habe sie ihm dagelassen. Die sind Armsketten. Look how cute they are. Ich fand die unnormal süß. Die sind sehr schön. Aber kennst du, wenn du mit denen schreibst, hast du immer Angst, dass bitte nie weinen. Nein. Das ist einfach der Zeitpunkt im Monat, wo ich am sentimentalsten gerade bin. Aber wir weinen nicht. Ich habe mich unter Kontrolle. Aber sie ist hübsch. Danke, ich würde dich ja knuddeln, aber es ist zu heiß. Alles gut, Maus. Das ist einfach bei Ikea essen. Liebs. So Leute, wir sind jetzt unterwegs. Wir sind auf der Suche nach Stühlen, aber wir finden keine Stühle. Katastrophe, ich hoffe, ich kann. Du siehst gerade so aus, als wärst du 1,10 Meter groß. Nein, wir nicht. Es ist so dumm gemacht, also im Prinzip. Also Leute, wir haben jetzt gerade kurz eingekauft und wir fahren jetzt Cookies holen, wie versprochen. So Leute, wir bauen jetzt einmal den Tisch auf, um zu gucken. Und ich baue auf jeden Fall noch dieses Regal auf, weil das ist mein Bücherregal und ich will testen. So Leute, ich habe es geschafft. Ich habe mein Bücherregal aufgestellt und werde jetzt meine Bücher einräumen. Ich freue mich anders dolle. Oh mein Gott, Leute, I did it. Ich habe es eingeräumt. Ich habe jetzt hier oben einmal Colleen Hoover. Dann haben wir hier ein paar Krimi-Sachen, andere Romane und andere Genres. Hier noch einen anderen Band. Hier haben wir die Reihen. Hiervon kommt auch noch ein Buch an. Das kommt Ende des Jahres an. Das hatte ich nämlich vorbestellt. Davon der zweite Band kommt auch noch an. Und das hier sind so meine sachlichen Bücher. Und da unten kommt das rein, was ich schon gelesen habe, was ich dann ja wieder verkaufe. Ich habe uns heute Macarons von Törtchen Törtchen geholt und ich bin wirklich happy. Also die sind richtig lecker. Ich hole ja sonst immer gerne die Macarons von Aldi und ich muss sagen, dass die äußere Konsistenz bei Aldi definitiv besser ist, aber dafür hier das Innenleben unfassbar lecker schmeckt. Ich werde jetzt übrigens
Ich werde jetzt übrigens mein Buch weiterlesen. Ich bin gestern noch ein gutes Stück weitergekommen und hoffe, dass ich damit heute fertig werde, dann den zweiten Band anfange und ich denke, damit werde ich morgen auf jeden Fall durch sein, weil der ist nämlich richtig kurz. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht und wie es endet. Good morning in the morning. Leute, irgendwie hat der Morgen richtig gut angefangen. Wir haben zwar schon Mittag mittlerweile, weil ich nochmal eingeschlafen bin, aber ich habe heute Morgen gelesen. Ich habe eben auf eBay Kleinanzeigen geguckt und Leute, ich war ja gestern bei Ikea und ich habe einfach meine Traumbettdecke gefunden, aber 229 Euro für eine Decke ist schon wirklich ein bisschen crazy. Ja, deswegen habe ich dann eben auf eBay Kleinanzeigen geguckt, da wo ich ja auch in letzter Zeit oft meine Sachen verkaufe. Und ich habe die Decke einfach für 110 Euro gefunden, komplett neu eingepackt. Also eine Bettdecke würde ich jetzt nicht gebraucht nehmen. Ich finde es irgendwie ein bisschen gruselig, eine Decke zu nehmen, die schon gebraucht ist. Deswegen war ich auf der Suche nach einer frisch eingepackten, weil ich weiß, dass du es halt niemals für denselben Preis verkauft bekommst, wenn du es nicht zurückgegeben hast. Und ich habe die Bettdecke gefunden und Leute, ich hoffe, dass die Person mir gleich antwortet und ich die Bettdecke so bestellen kann, weil das wäre mega. Also ich hätte einfach meine Traumbettdecke dann. Dann fehlt mir nur noch eine zweite, weil ich habe immer zwei Bettdecken. Und ich wollte noch nach Kissen Ausschau halten, nach guten Kissen. Aber ich habe, Baby, ich habe mal beide, ne? Ich habe halt bisher noch nie eine Daunenbettdecke gehabt, aber das war immer die Bettdecke, wo ich mich wohlgefühlt habe, wenn ich bei Freundinnen übernachtet habe. Und ich weiß noch als kleines Kind, dass ich eine Freundin hatte, also in der weiterführenden Schule. Und immer wenn ich bei ihr übernachtet habe, ich habe diese Bettdecke so geliebt, die sie hatte, weil sie war so flauschig und trotzdem nicht zu warm, aber doch wärmend. Und es war einfach eine Daunenbettdecke. Und als ich mich gestern in die Bettdecke verliebt habe, dachte ich mir so, okay, das werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Aber ich wusste halt noch nicht, dass ich sie auf eBay finde. Und das Gute ist, der Händler hat halt zwei. Aber ich brauche eigentlich nicht zwei extra warme. Also die ist schon extra warm. Und ich liebe das ja, wenn die so extra dick und puffy sind. Ich schlafe ja immer mit Decke. Also egal wie warm es ist, ich kann nicht ohne Decke schlafen. Aber das ist einfach meine Traumdecke. Ich glaube, ich hole eine günstige. So für 25 Euro oder so. Ich habe übrigens auch neue Maße, weil bisher hatte ich immer 2,40 Meter mal 2,60 Meter. Und diesmal will ich 1,55 Meter mal 2,20 Meter nehmen. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich hoffe, dass es gut wird und dass der Käufer mir antwortet, weil ich werde die auf jeden Fall dann heute noch bestellen und brauche auf jeden Fall auch neue Bettwäsche, weil ich das Bett, was ich jetzt habe, halt so einfach wegtun werde. Und ja, ich werde das nicht weiterverkaufen. Also ich weiß nicht, so Bettwäsche und Bettsachen sind irgendwie für mich ein bisschen zu intim, die weiterzuverkaufen. I don't know. Ja, ich werde jetzt mein Buch zu Ende lesen, weil ihr seht, ich habe nicht mehr viel. Mein Essen kommt jetzt gleich, das werde ich euch dann noch zeigen. Und ich werde extra on the beach hunden. Und ich werde heute anfangen, die Kommoden aufzubauen. Einmal Tacos mit Nuggets und einmal mit Falafel. I did it. Can't believe it. Ich schreibe euch jedes Mal, wenn ich Bücher gelesen habe, so eine kleine kurze Zusammenfassung, ohne auf den Inhalt des Buches einzugehen, wie ich das Buch fand, auf Instagram. Und ich fand das Buch nicht schlecht. Ich würde dem Buch definitiv eine 7 von 10 geben. Ich finde es okay zu lesen. Es war jetzt definitiv nicht das spannendste Buch, was ich hier gelesen habe. Aber die Art und die Eigenschaften der Charaktere in diesem Buch sind was ganz anderes, als wie man es sonst von Büchern, vor allen Dingen von Colleen Hoover, gewohnt ist. Ich finde allgemein, dass Colleen Hoover, ich sage immer Hoover, I'm sorry, mit ihren Büchern mich jedes Mal anders catcht, weil sie jedes Mal andere Themen aufgreift und das auf eine sehr, sehr interessante Art und Weise. Das Buch hat mich nicht übertrieben gecatcht, also es war okay. Ich werde die anderen beiden Bände auch lesen, weil ich die auch hier habe. Aber es war jetzt nicht das beste Buch, was ich je gelesen habe. Dennoch, wie gesagt, durch die Art und die Eigenschaften der Charaktere in dem Buch war es mal was komplett anderes und für mich sehr interessant, mich darauf einzulassen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich werde mit, also Maybe Someday ist ja das erste der Reihe, dann Maybe Not und Maybe Now. Ich werde mit Maybe Not heute weitermachen. Ich werde mit Maybe Not heute weitermachen und mal schauen, ob ich damit heute noch durchkomme, weil das Buch ist sehr, sehr klein. Deswegen mal sehen, aber ich fand es nicht schlecht. Es war okay. Wie gesagt, eine 7 von 10. Ich würde es empfehlen, falls ihr so irgendwas für einen Urlaub braucht, ist ganz spannend, aber ist jetzt wie gesagt nicht das spannendste Buch auf dem Planeten. Ich habe mir jetzt meinen Taco nochmal warm gemacht und mir einen Eiskaffee gemacht.